Bahn! Die Bahn! Ist die Bahn schon weg? Ihren Traumsommer gibt's jetzt zum günstigen Frühbucherpreis. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu den ProSieben-Nachrichten und das sind die Themen des Tages. Wintereinbruch, Eis und Schnee legen Verkehr lahm. Rabattaktionen, die Händler wollen das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Promizoff, Knatsch zwischen Gottschalk und Bohlen. Tja, und morgen in der Bundesliga das Duell der Giganten Bayern gegen Dortmund. Ines Selbmann sagt Ihnen später, wie die Chancen verteilt sind. Guten Abend. Der Winter rückt immer näher. Einen ersten heftigen Vorgeschmack gab es diesmal in Süddeutschland. Ja, zur Freude der Buchhändler wird es da sicherlich eine Fortsetzung geben, aber jetzt kommen wir erstmal zum Sport. Ja, und damit direkt in die Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer Bayern München gegen den Titelverteidiger Borussia Dortmund. Ein heißer Tanz morgen im Münchner. So, das war's für heute. Heute recht kurz, aber dafür hoffentlich knackig. Wir sehen uns morgen um 5 Uhr 8 wieder. Bis dann. Tschüss. Das Wetter gibt's jetzt von Andrea Baltschuh. Tschüss, schönes Wochenende. Und Informationen rund um die Uhr bei N24. Werden Sie Augenzeuge. Legen Sie schon mal Getränke und Knabberzeug bereit und rücken Sie Ihren Lieblingssessel zurecht. Es wird das perfekte Wetter für ein langes Fernsehwochenende. Heute gab es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Hallo beim ProSieben-Wetter. In Passau gab es heute Regen bei 4 Grad. Und stark bewölkt war es auf dem Schauinsland im winterlichen Schwarzwald bei 0 Grad. Um richtig lange die Sonne genießen zu können, musste man heute weit fahren. Und zwar nach Monte Carlo. Da gab es 15 Grad. Das Sturmtief Olivia schickt uns eine volle Ladung nasskaltes Novembergrau. Es zieht am Samstag genau über Norddeutschland hinweg. Von Schleswig-Holstein bis zum Bodensee gibt es heute Nacht Regengüsse und in Bergland Schnee und damit auch wieder glatte Straßen. Besonders gefährlich wird diese Mischung durch den Wind. Er erreicht Sturmstärke an der Nordseeküste mit bis zu 100 Stundenkilometer und im Südwesten sogar mit Orkanböen. Und die Tiefstwerte, die liegen zwischen 4 und 0 Grad. Morgen Vormittag schneit es dann in Bayern und im Osten bis ins Flachland. Im Laufe des Tages mischt sich aber immer mehr Regen in den Schnee. Und dazu bleibt es in den Bergen stürmisch. Wenigstens im Westen lockern die Wolken am Nachmittag ein bisschen auf. Und dazu steigen die Temperaturen auf 2 bis 10 Grad an. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter kurz, aber für nassen Nachschub ist bereits gesorgt. Und ab Montag steigen die Temperaturen auch wieder etwas an. Da gibt es schon bis zu 10 Grad am Dienstag. Mehr Infos bekommen Sie natürlich im Internet unter wetter.com. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.